Hallo liebe Leute zu einer neuen Folge von Hearthstone. Wie ihr seht, bin ich gerade Rang 16 in dieser 17. Saison. Die letzte Saison, bevor das große Turnier beginnt, also die Erweiterung quasi eingeführt wird. Und jetzt heißt es noch so schnell wie möglich Ränge machen. Falls ihr es noch nicht wusstet, ab dieser Saison wird man belohnt für den Rang, den man erreicht hat, nämlich mit goldenen Karten. Mit goldenen seltenen Karten oder auch mit goldenen epischen Karten, wenn ihr es zum Beispiel bis Rang 5 oder höher schafft. Und wir treffen auf einen Jäger, wie es aussieht. Und mal überlegen, wir schmeißen mal die drei teuren weg und behalten mal nur die Karte für mit drei Schaden. Denn der Jäger hat viele Karten, die dagegen sehr empfindlich sind. Und wir haben auch noch einen Airchock bekommen. Sehr, sehr praktisch. Da haben wir auf jeden Fall was, womit wir uns wehren können. Vorteil im Airdrop ist, der bringt den Gegner erst zum Schweigen und macht ihm dann erst den Schaden. Und somit werden gewisse Todesröcheln-Effekte nicht ausgelöst. Und das ist extrem effektiv gegen alles, was Todesröcheln hat. Gut. Ich sehe diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, Webspinner oder so. Und noch den Beutehamsterer. Der Beutehamsterer ist dann schon eher ein Problem, deswegen bringen wir den jetzt mit Airchock um. Denn es ist immer ein Vorteil, wenn der Jäger quasi keinen Sprit mehr hat. Und der Beutehamsterer würde ja dafür sorgen, dass er nachziehen kann. Und wir müssen uns dann noch länger rumquälen, bis wir dann wirklich das Spiel voll unter Kontrolle haben. Und er spielt ein Geheimnis, okay. Was könnte das sein? In aller Regel wird das wahrscheinlich eine Gefrierfalle sein, aber Beutehamsterer habe ich lange nicht gesehen. Oh, und da ploppt es auf und... Oh, viel Schaden. Okay, gut. Also da sieht man auch, ja, warum die Ränge 10 bis 17 auch die Mistränge sind. Denn da seht ihr halt viele Decks, die Leute so einkreiert haben und die halt weg sind vom Metagame und so. Und das ist immer schwer hervorzusehen, was denn als nächstes passieren wird. Weil einfach keiner eine Ahnung hat, was überhaupt in diesen Decks verbaut wurde. Okay, die Spinne wurde gebufft, so mal überlegen. Wir nehmen mal den Hundemeister am besten mal vom Feld und die andere am besten auch gleich und hoffen, dass da jetzt nichts Gutes rauskommt. Nicht, dass uns das Spiel noch ein Problem wird. Also wenn da jetzt eine Savannenhochmine rauskommt oder so, dann könnte dieser Netzspinner ein Problem werden. Könnte aber auch irgendwelcher Müll rauskommen, da müssen wir uns jetzt wohl überraschen lassen. Und okay, das ist wirklich Worst Outcome wahrscheinlich, diese komische Krabbe. Ganz übel. Und ein neues Geheimnis. Vielleicht nochmal die gleiche Falle, wer weiß. Oder es ist vielleicht diesmal eine Frierfalle. Könnte auch sein, dass er uns Tempo kosten will. Scheint grundsätzlich aber ein... Ich weiß nicht, was das für ein Jäger ist. Vielleicht hat er aber auch am Ende eine Todesschwinge, ja? Auch das gibt es ja, Jäger, die dann auf Zeit spielen. Und am Ende dann eine Todesschwinge spielen. Das könnte auch sein. Hätte es Drivecrow ja fast eiskalt erwischt. So, mal gucken. Okay, er spielt die. Dann würde er jetzt bestimmt abtauschen wollen, um die zu buffen. Und natürlich, um noch eine Karte zu ziehen und meinen Schredder loszuwerden. Und ich bin gespannt, was wir jetzt bekommen. Oh, das ist nice. Das ist wirklich nice. Wir können eine Karte ziehen. Naja, das ist gut. Das freut mich. Und oh, noch ein... Ich glaube, jetzt muss ich die wirklich vom Feld nehmen. Was habe ich denn für Optionen? Ich habe den Feuerelementar, damit könnte ich theoretisch auch den Hundemeister loswerden. Aber das Problem ist, ich habe keinen Bock, so viel Schaden zu bekommen von der Hyäne. Und ich weiß ja nicht, ob der die da noch weiter buffen wird und so. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist besser, einfach mit dem Frosch das Ding gleich vom Feld zu nehmen und ihn allen zu berauben. Und es ist auf jeden Fall schon mal keine Frostfalle. Gut. Tja. Die Vier-Schadensfalle ist es auch nicht. Dann, was kann es denn noch sein? Die Schlangenfalle kann es auch schon, glaube ich, nicht mehr sein, weil ich habe hier ein Monster angegriffen. Dann ein zufälliges Ziel angreifen kann es auch nicht mehr sein. Dann geht eigentlich ja nur noch Sprengfalle. Okay. Also eine Sprengfalle liegt ja gut. Wenn man das weiß, kann man sie eiskalt ignorieren. Er tauscht ab mit seinen Hunden. Das soll mir noch recht sein, so muss ich mich nämlich weniger abquälen mit dem ganzen Viehzeug. Und zwei Schaden gibt er mir noch direkt. Auch das stört mich nicht, denn wir haben eine wundervolle Hand, um auf alles zu antworten, was er hat. Und der Feuerelementar kümmert sich auch noch wunderbar. Der ist auch sowieso ganz gut gegen Jäger, weil man halt nicht angreifen muss, um seine drei Schaden zu machen.
Und den letzten Hut nehmen wir auch noch weg, weil ich keine Lust hatte, dass er irgendwie zweimal Killerkommando spielt oder so. Beziehungsweise, wenn er Killerkommando mit 5 Schaden spielen will, muss er wenigstens noch ein Wildtier aufs Feld bringen. Und ja, im Moment habe ich auf jeden Fall den Materialvorteil und unglaublich wenig Schaden dafür, dass wir schon so weit fortgeschritten sind im Spiel. Ich glaube, also wenn er jetzt nicht megamäßig noch irgendwas aus dem Ärmel zaubert, sieht eigentlich ziemlich gut aus für uns. Grundsätzlich war es jetzt nicht das allerbeste Jägerdeck. Der hatte ziemlich wenig zu bieten. Und ich frage mich, was das für eine Karte ist, mit der er auf irgendwas zielen kann. Keine Ahnung. Eine Eule kann es ja nicht sein, sonst hätte er auf die Spinne gezielt. Womit kann er auf sich zielen? Ja, kein Schimmer eigentlich. Kein Schimmer so. Das ist die Sprengfalle. Die wollen wir mal auslösen. Und vielleicht ist da ja dann auch noch eine Eisfalle bei. Da schicken wir einfach mal unseren Feuerelementar rein. Denn dann können wir nämlich seinen Kampfschrei nochmal triggern. Ist ja gar nicht schlecht. Unser Gegner gibt uns quasi nochmal 3 Schaden. Schenkt er uns quasi nochmal, damit wir auch die Feldkontrolle wirklich behalten können. Vorsichtshalber den Heilbot. Jägern traue ich grundsätzlich nicht. Und natürlich noch das Mana-Flut-Totem, sodass wir nochmal ziehen können. Und haben nochmal den Frosch. Herrlich. Herrlich. Also in der Haut des Jägers möchte ich jetzt eigentlich nicht stecken. Ich frage mich allerdings, wie der bis auf Level 16 gekommen ist. Sehr merkwürdig. Okay, da ist das Killerkommando, beziehungsweise in Deutsch heißt es ja fast. Und die nächste Falle, ist vielleicht eine Sprengfalle? Würde Sinn machen, nimmt alles mit Schaden. Ich nehme an, es ist eine Sprengfalle. Wir probieren es aber aus. Vielleicht irre ich mich auch. Nein, es ist tatsächlich die Sprengfalle. Gut, nicht weiter tragisch. Denn wir haben immer noch den Heilbeut und wir haben jetzt auch noch Allergie. Das heißt, wir haben jetzt Windzorn, können angreifen, die 6 Schaden machen und haben den Spotter und der hat auch noch Gottesschild. Also ehrlich gesagt, das ist doch jetzt ein Quidmaker. Komm, da kannst du aufgeben, Jäger. Komm, ist vorbei. Wir wissen es beide. Selbst wenn jetzt das Schwein kommt, was willst du machen? Reinrennen in den Tod? Oder willst du mir einfach nur zeigen, was du hast? Ich hab's gesehen und er gibt auf. Okay, liebe Leute, das war's vom Spiel für heute. Mehr will ich gar nicht machen, weil ich so eine schlechte Uploadrate habe, aber ich werde definitiv weiter Videos für euch machen. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Match und ich halte euch auf dem Laufenden, wie weit ich denn mit meinem Schaman komme, der bisher ziemlich stark aussieht. Das könnte echt noch weit gehen, diese Season. Wir sehen uns. Ciao.